Weil ich will wieder in die zweite Liga, weil Rottenburg gehört wieder in die zweite Liga. Ich glaube, früher oder später wird der TFR wieder aufsteigen. Also Robins Finger ist am Arsch. Ich bin 6 Wochen raus. Ja, dementsprechend schlecht geht's mir gerade. Ich glaube, den größten Druck mache ich mir selbst. Menke. Vielleicht machen wir uns auch viel zu viel Aufwand. Etwas zu schaffen, das eben nur nicht nur in dem unmittelbaren sportlichen Erfolg liegt, sondern das eine Nachhaltigkeit hat, wo Kinder und Jugendliche begeistert werden für die Sache. Was machen wir, wenn die Mannschaft wirklich auch Meister wird? Ich bin Timo Bauer und meine Aufgabe beim TV Rottenburg ist Gesamtkoordinator der ersten Mannschaft. Tatsächlich bin ich nach Tübingen gekommen, weil ich in Rottenburg Volleyball spielen wollte. Hab Lehramt studiert, Sport und Geografie, bin jetzt Lehrer in Gärtringen und eben Gesamtkoordinator der Herren 1. Ah, ich wollte wegen der Spielmaschine mal noch fragen. Können wir die anschmeißen? Ist das doof? Nee, für das ist sie da. Ja, weil wenn wir heute Kaffee machen, und dann ein paar Tassen zum Spielen hätten. Ja, ist kein Problem. Das steht drinnen an der Wand, wie ich es beschriebe. Wie es angeht. Also mit den Brezeln, wir haben ja ein Aufbauteam, das sich aus der Seniorenmannschaft zusammenstellt. Also ich habe gesagt, okay, wenn die so früh kommen, dann hole ich ein paar Brezeln. Und da war immer der Running Gag quasi, dass die kommen nur, wenn ich Brezeln habe. Und da habe ich immer geschrieben, hey Leute, Aufbau wieder, aber ich bringe auch Brezeln, versprochen und so. Seid ihr schon bereit für die Brezeln, oder? Nee. Na, Belohnung noch nicht da. Und dann hat er plötzlich der eine angefangen, Butter zu bringen, da war Kaffee da und so. Also war eher ein zweites Frühstück, was wir da machen im Aufbau, als dass man kurz kommt und arbeitet. Aber es war immer so, Brezeln sind da, alle haben sich gefreut und so, war eigentlich immer witzig. Ja, dann isst jetzt niemand meine Brezeln, oder was? Wo ist der Bernd jetzt? Der ist da. Ja, das nervt mich. Ich kaufe immer nur Brezeln. Jetzt hör auf. Ja, und wo ist Butter? Da kommt der, isst lieber Brezeln. Wo ist Butter? Ja, die bringt der Bernd immer. Ja, so viel haben wir nicht mehr. Ja, aber eins wahrscheinlich noch, oder? Zwei noch. Also. Hey, dann haben wir es bald geschafft. 19.3. war das? 19.3. und 26.3. 26.3. Ja gut, dann sage ich es ab, oder? Nee, okay. Ey, mittlerweile, ungelogen, halbe Stunde reicht uns bald schon zum Aufbauen. Also Ziel ist es wirklich schon, jetzt zu schauen, dass wir nicht über ein, zwei Leute, die da sind und das dann entscheiden, sondern dass man versucht, als große Gruppe neue Ideen aufzunehmen, zu schauen, wo wollen wir hin. Und ich quasi bin hauptsächlich dazu da, vor allem zu koordinieren. Also ich bin als Anlaufstelle da und ich trage es wieder weiter. Aber ich bin jetzt nicht der Alleinentscheider, der sagt, so machen wir das jetzt. Und das ist eigentlich das, was gerade so ultra Spaß macht, weil ganz oft sind wir dann in irgendeinem Gremium und diskutieren und dann hat man 3 verschiedene Meinungen, die einen offensiver, defensiver und vielleicht so der neutrale. Man kennt es aus der Situation schon. Ich komme so ein bisschen unbefangen immer da rein und dann diskutieren wir das Ganze immer und merken, okay, wir kommen dann relativ gut auf den Konsens. Dieses Fundament an Unterstützung hier im Umfeld ist enorm riesig und es kann nicht viel passieren, weil das Fundament noch da ist. Ich kann mich noch gut an damalige Diskussionen erinnern mit der Gründung des Sportparks, ob man dieses Jahrhundertprojekt angeht, ob das nicht den Verein in seiner Existenz gefährden könnte. Das Gegenteil ist daraus entstanden. Es hat den Verein in die Zukunft geführt und war ein Garant für ein Fortbestehen. Es war ein ganz moderner Schritt und mutiger Schritt. Und so ist der Verein ja auch auf eine Größe angewachsen, wo er zu einem der größten Vereine in Baden-Württemberg zählt, der dadurch weiter wachsen konnte in seinen Strukturen, in die Schulen hinein, in die Kooperationsmodelle, in eben Sport zu deklinieren in einer Stadt und nicht nur ein Angebot zu machen, sondern ein gesellschaftlicher Faktor wirklich zu sein.
Ja, wir stehen ganz oben aktuell. Wir haben zwei bittere Spiele gegen Ludwigsburg gehabt. Das erste mit Matchbällen, das wir dann unglücklich abgegeben haben. Das zweite, wo wenig zusammenlief und der Gegner uns halt auch einfach dominiert hat. Gut, in alle anderen Spiele haben wir gewonnen mit 3 Punkten. Haben einen Satz abgegeben in den anderen Spielen, alles andere 3-0 gewonnen. Dementsprechend schon eine erfolgreiche Saison bisher. Aber auch so ein bisschen ärgerlich, dass man halt ausgerechnet gegen Ludwigsburg, die jetzt dann auch mit in die Endrunde kommt, diese 5-1 Punkte halt eben mitnimmt. Okay, also Aufschlag, Stand, Rotation. Julio ins Feld. 2 im Feld. Wichtig, was da unten steht, alle 3 müssen einmal den Ball berührt haben, bevor er rübergeht. Ja? Also Stand, Rotation. Jungs, ist ganz einfach. Annahme, Bagger, Pass. Angriff gegen den Ball, einarmig raussichern, Pass, Angriff rüber, Verteidigung oder Anspiel, der spielt einen Pass, Schlag rüber, Verteidigung, offene Hand oben, fertig. Los! Gut, Jakob. Einer fern, Sicherung! Ja! Fangen! Geht doch, Jungs, come on. Ich bin Robin Leber, ich bin 23 Jahre alt, bin Außenannahmespieler und Kapitän beim TV Rottenburg. Ja! Ja! Yes, Jakob! Robin ist immer da, ist unheimlich zuverlässig, sowohl außerhalb des Feldes als auch auf dem Feld. Also bringt eigentlich immer seine Leistung. Und wir haben ihm jetzt dieses Jahr die Kapitänsrolle gegeben, dass er einfach noch so ein bisschen mehr zum Führungsspieler wird, mehr Verantwortung übernimmt, was er echt überragend macht. Also ist einer der lautesten im Training, fordert Sachen ein, aber geht dann auch voran, erinnert immer wieder an Dinge und somit wichtige Rolle, und in die er auch hineingewachsen ist. Und dann hat er sich halt auch in den letzten Jahren extrem sportlich weiterentwickelt, sodass er ja eigentlich inzwischen fast unverzichtbar dann auch ist für die Mannschaft. In der Woche vor dem geplanten Rüsselsheim-Spiel habe ich mir den kleinen Finger in der rechten Hand gebrochen. Ziemlich ärgerlich in einer Abwehrsituation. Ich bin 6 Wochen raus, kann den Finger nicht belasten, kann so lange kein Volleyball spielen. Ja, dementsprechend schlecht geht's mir gerade. Hey Jungs. Ja. Ganz kurz Info, also Robins Finger ist am Arsch. Der wird nächsten Freitag operiert in einer Woche und ist ab OP 6 Wochen raus. Ja? Also vielleicht schafft er noch das letzte Spiel oder so, aber so ist es jetzt halt. Ja? Ist scheiße für ihn, scheiße für uns, aber ich sag mal so, wir haben jetzt schon so viel dumme Aktionen, dumme Scheiße diese Saison erlebt. Damit kommen wir auch irgendwie klar, ja? Ja, also in dem Moment ist für mich schon auch irgendwie so ein kleiner Traum geplatzt, da eben aktiv Teil von zu sein, von der jetzt spannenden Phase, von der Stand jetzt der erfolgreichsten und besten Volleyballzeit meines Lebens oder meiner Karriere, wenn man es so nennen will, die verpasse ich jetzt. Das schmerzt. Zu Rüsselsheim habe ich ja reingeschrieben. So wurde entschieden, wir können nichts machen. Vielleicht am 19.03., das ist so ein Ausweichtermin gewesen, wo geblockt wurde für so einen Fall. Könnte vielleicht dann im Endeffekt besser werden, ne? Ja, also im Vergleich zu den anderen Drittligisten ist der TV eigentlich viel größer, professioneller aufgestellt. Ich glaube auch einfach durch die Erstligastrukturen, also das gesamte Umfeld, das wir jetzt nutzen mit Halle, Sportpark, also der Möglichkeit fürs Krafttraining, ist dann schon herausragend. Ich glaube, wir haben die besten Voraussetzungen von allen. Verbindungen, Netzwerke, die anspielbar sind, die auch aktivierbar sind. Es gibt ein gewachsenes Interesse an Volleyball, weil man weiß, es hat schon mal funktioniert, es wird auch wieder funktionieren. Es gibt
den Mangelzustand, dass man etwas vermisst, das mal war und das man sich auch wieder herwünscht. Es gibt aber auch was Neues, nämlich, dass es das Neue hier in Rottenburg ist, so wie es schon einmal war, aber lange nicht war, weil es weg in Tübingen war. Auch da gibt es wieder Menschen, die neu dabei sind, vielleicht genau deswegen. Und von dem her habe ich da gar keine Sorge. Also wir sind prädestiniert für diesen Aufstieg in die zweite Bundesliga. Wir gehören auch dorthin. Also mir ist die Liga also schon wichtig, weil ich will wieder in die zweite Liga, weil Rottenburg gehört wieder in die zweite Liga. Weil wir haben schon ein Umfeld hier, wo man einfach sagen muss, Bundesliga tauglich. Wenn ich mir andere Zweitligaspiele anschaue, denke ich mir, das haben wir schon lang. Von dem her möchte ich auf jeden Fall Richtung zweite, also ich möchte in die zweite Liga. Aber das muss von meiner Seite aus nicht von heute auf morgen kommen, sondern das kommt, wie es kommt. Und wir werden alles dafür tun, dass es schnell, so schnell wie möglich funktioniert. Und die Mannschaft tut alles dafür. Aufstellung an den Gegner an, dass wir, ja, je nachdem, was wir wollen, unsere Angreifer gegen die Blockspieler bei denen so positionieren, wie wir es als vorteilhaft erachten, beziehungsweise unsere Blocker gegen deren Angreifer, je nachdem, wo wir eben sagen, was, ja, was uns jetzt die größten Vorteile im Spiel bringt. Dementsprechend tüfteln wir da immer vorm Spiel ein bisschen, was jetzt die ideale Rotation ist. Was, dann immer Spaß macht, wenn es tatsächlich funktioniert. Und es ist ganz, ganz nett zu sehen, dass es irgendwie doch gut. Meistens gut aufgeht und der Gegner es eigentlich nie irgendwie an uns anpasst, sondern wir eigentlich immer ganz gut liegen mit dem, was wir vorher planen. Gucken wir, dass wir, also bisher haben wir uns ziemlich viel mit der Rückfahrt beschäftigt, ja, sowohl mit Suftplänen wie auch immer. Gucken wir, dass wir ab jetzt den Fokus aufs Spiel richten für die nächsten 4 Stunden. Ja, danach wird dann die Rückfahrt umso schöner. Guckt, dass wir jetzt dann gute Stimmung kreieren, Bock aufs Spiel bekommen, macht euch warm gut und kriegt eure Wehwehchen in den Griff. Ja. Vollgas! Teil lang gleich ab und dann so reden. Ja. Okay. Dieser! Sir! Jetzt! Dazu kommt eben, dass sie jetzt nur zweiten Zuspieler spielen werden. Der erste Zuspieler sitzt verletzt dann draußen auf der Bank. Das heißt, all die Sachen, Abstimmung mit Schnellangriff und so weiter, sah lange nicht so gut aus, wie wir es im Video gesehen haben.
was dafür spricht, dass wirklich schnell angriff nur in den Top-Situationen gespielt wird und wir eben dann unsere Sachen im Block sauber machen müssen, weil sie eben dann wahrscheinlich auch schwierige Situationen haben, wo sie dann irgendwie wilde Lösungen finden oder suchen werden. Ja? Und dann machen wir erstmal unser Spiel. Ja, wir brauchen uns nicht groß mit dem Gegner beschäftigen, Aufschlag-Annahme, wir haben jetzt lange nicht gespielt, wir kommen wieder rein, haben Spaß, ja, spielen unser Ding und dann wird es auf jeden Fall gut. Wir können dort diesen Schritt machen. Ludwigsburg spielt nicht, wir können 3 Punkte holen, sind wir gleiche Anzahl an Spiele, 3 Punkte voraus, ja, dafür jetzt dann 2, 2,5 Stunden Vollgas und dann haben wir auf jeden Fall auch eine geile Rückfahrt. Tschüss! Lenke! Also Jakob, weg vom Außen, Dirk beim Außen, Menke auf der 4 und Huber Aufschlag erstmal, ja? Auf geht's Jungs, von Anfang an druckvoll, aber smart, auf geht's. Caesar! Seven! Geil, Jakob. Ruhig! Mann, gut! Ein Mann auf Plan! Wir sagen noch keine Mitte aus perfekten Ball und er spielt direkt den ersten. Hey Jungs, auf geht's! Wir sind nicht da. Ja? Wir sind viel zu passiv auf dem Feld, wir stehen rum, ja, reagieren nicht, wenn ein Blockabfaller kommt. Hey, aufwachen! Ja, ansonsten ist der Satz ganz schnell weg. Macht die Dinge, die wir besprochen haben, nimmt in die Diagonale weg. Ansonsten ab, wer orientiert sich dann und geht durch. Auf geht's! Der hätte ihn auf den Boden verdient. Scheiße, Alter. Okay. Go, Jungs. Gut, Menke. Innen. Mann! Jungs, beobachtet den Angreifer. Schaut euch die Angreifer an, wo sie anlaufen. Olli, Olli, Nas ist nah bereit. Olli, das Spiel ist aktuell zu einfach. Ja, die Mittelblocker wissen genau, was passiert. Wir brauchen ein bisschen mehr Spielfreude. Das ist auch schwierig aus der Annahme. Alles gut, gut. Hey, alles gut. Das ist schwierig aus der Annahme, ja? Alles gut. Hey Jungs, wir sind ein bisschen zu verkrampft, ja? Entspannt euch ein bisschen, wir müssen uns auch entspannen. Und dann vor allem die leichten Dinge einsammeln. Wenn er dann mal vorbeikommt in unserem Block, okay. Ansonsten, Block auf Position 4 ist noch zu weit außen, komm ein bisschen rein. Ja, wir machen es ihm gerade zu leicht. Ansonsten, 6er ist dann laufbereit für die Blockabpraller. Jakob, ja? Was uns gerade den Arsch rettet, ist unser Druck im Aufschlag. Weiter konzentriert, der Vollgas, hopp. Caesar! Und Jungs! Kein Aufschlag auf den Libero, nicht auf den Libero. Ja! Guter Wechsel, sehr gut. Hopp! Yes! Geil, Dirk! Wow! Bisschen mehr Ruhe. Ja? Wir sind bessere Rallye-Spieler, die haben den Struggle. Wenn er rüber kommt, hey, wir spielen mit aller Qualität, ohne Probleme. Gut, Menke! Wow! Let's go! Ja! Oh Mo, das kennen wir doch. Matchball, du kennen wir doch irgendwann. Geil, Junge. Ja!
hat es den Jungs schon angemerkt. Aber dementsprechend dann 3 Punkte. Ja, hier in Waldkirmes, wo einige Teams schon Punkte haben liegen lassen. Deshalb sau wichtig der Sieg und wichtige 3 Punkte. Ohne jetzt Jonas einen Vorwurf zu machen, sind es halt einfach dann jetzt in dem Spiel die Sachen gewesen, die den Unterschied machen, die Olli reinbringt ins Spiel, die Jonas vielleicht nicht so hat. Klar war es für Jonas auch schwierig, aus der Annahme dann spielvariabel aufzuziehen, aber mit Olli kam die Wendung. Dementsprechend auch klarer MVP. Ich sitze jetzt hier in Österreich, gar frischer auf dem Berg, beim Skifahren, beim Snowboarden. Und was hat das mit TV Hortenburg zu tun? Mittlerweile ganz schön viel, denn vor exakt 2 Jahren saß ich hier auch mit Freunden, Familie, ja, auch im März waren wir Skifahren. Da gibt es in China ein Virus und der könnte sein, der kommt nach Deutschland. Ich wäre heimgekommen, hätte ein Heimspiel gehabt gegen Königs Wusterhausen. Ja, Donnerstagmittag war es dann, als dann tatsächlich die Liga die Saison abgebrochen hat. Mir war schon bewusst, relativ schnell, muss ich sagen, dass das nichts ist, was uns in 3-4 Wochen für die neue Saison nichts mehr ausmacht. Es war schnell klar, das hat eine weitere Tragbreite, zumindest für mich. Und mit genau den Informationen und einem vorläufigen Haushaltsplan bin ich in den Beirat gegangen und habe gesagt, liebe Leute, da stehen wir. Und man hat dann gesagt, man macht dann lieber einen Rückzug gesund, gefährdet den Verein nicht und macht es dann quasi richtig und sagt, wir starten einen Neustart in der 3. Liga, bevor wir irgendwas an die Wand fahren oder irgendwann in Insolvenz müssen oder die Probleme nachgelagert kommen. Die Enttäuschung bei mir ganz persönlich war vor 2 Jahren, als man sich entschieden hat, nicht der Corona-Pandemie Widerstand zu leisten quasi, und zurückzuziehen in die 3. Liga, schon sehr groß, nachvollziehbar allemal. Und auch eine Entscheidung, die verantwortlich war vor all dem, was der Verein ansonsten darstellt. Aber das Gefühl zu haben, so viele Jahre in etwas hineingesteckt zu haben, das am Ende dann nicht mehr da ist und vielleicht auseinanderfällt, das war schon, das hat mir viele schlaflose Nächte bereitet. Also grundsätzlich waren natürlich alle in diesem Entscheidungsfindungsprozess, Vorstand, Beirat, Trainer involviert. Das heißt, jeder wusste Tag um Tag, oje, das kann natürlich auch in eine andere Richtung gehen. Und in diesem Beirat haben wir für uns entschieden, wir müssen eine Entscheidung treffen. Und jeder saß daheim, man hat die Fakten auf den Tisch gelegt, man hat lang diskutiert und gesagt, ja, kann man unter diesen Umständen, wenn die Zahlen nicht so erfreulich sind für die Zukunft, diese geplanten Zahlen, einfach verständlicherweise auf die Reduktion der Sponsoren reagierend eine Entscheidung zu treffen mit einer großen, großen Tragweite und das daheim in seinem Kämmerchen, sage ich mal, am Rechner war schon hart. So ein Schlaglicht war die Corona-Impfung dann unten in der Pallon-Arena, wo man dann da reinläuft und ich mir auch noch mal überlegt habe, was macht es mit mir? Ja, weil ich da gerade geimpft, wo vor 2 Jahren noch große Volleyballfeste gefeiert wurden mit Christoph Achten, meinem Nachfolger, oder auch dann die ganzen Jahre vorher, wo ich selber da unten stand. Klar, braucht man jemand sagen, es war für mich die schlimmste Entscheidung meines Lebens. Tatsächlich habe ich ja meinen eigenen Betrieb dann mit entschieden, gesagt, dass wir es so nicht mehr heben können. Und ja, also da wird es einem warm und kalt, wenn man zurückdenkt. Ja, was machen wir denn jetzt? Machen wir einfach Herren 2 und schreiben Herren 1 drauf und fahren weiter? Oder nehmen wir das, was da ist? Über 15 Jahre erste Volleyball-Bundesliga, riesenstarke Basis im Fanbereich, deutschlandweites Renommee in der Jugendarbeit. Es gab nie die GmbH ohne den Verein und es gab nie den Verein ohne die GmbH. Und ich glaube, das ist das, was am Ende übrig geblieben ist, was nicht weg war. Und so haben wir dann auch hier in diesem Raum wieder gesessen. Da gab es von mir eine kleine Präsentation, da waren irgendwie 20 Leute anwesend und von den 20 haben alle gesagt, klar, wir sind wieder dabei. Ja, wir haben Aufgabenschwerpunkte gebildet, Ticketing, Catering, Spieltag, Sponsoren, Kommunikation und dann ging das neu los. Ja, und dann ging das halt neu los und da war immer die Frage, ja wie? Und ich habe immer gesagt, das was geht, wir sind alle im Ehrenamt, wir verdienen alle unser Geld mit was anderem und
es ist wichtig, dass das, was wir machen, dass wir das gut machen. Da ist noch gar nicht wichtig, wie hoch wir springen, wie weit wir, wie schnell wir laufen, wie weit wir laufen. Es ist wichtig, dass wir was machen und versuchen, die Leute abzuholen. Wir möchten eigentlich den Transfer schaffen von Tübingen nach Rottenburg. Ja, wir haben hier in Rottenburg sensationelle Sportbedingungen, wir haben eine tolle Halle, wir haben eine tolle Fanbase und wir hatten ja immer, das kenne ich ja auch nur vom Hörensagen, das immer heißt, früher in der ersten, wo wir aufgestiegen sind, diese Hohenbergzeiten mit der alten Halle noch, das war so super, da ging ein bisschen was verloren, wo man nach Tübingen gegangen ist. Das ist das, was ich auch sehe jetzt, dass da es weitergeht, das ist ein gutes Gefühl, ein halliges Gefühl, dass an dem Ort, wo wir vor 19 Jahren in die zweite Bundesliga aufgestiegen sind, jetzt etwas entsteht, was dem ähnelt. Aber mit neuen Menschen, mit neuen Gesichtern. Und es zeigt auch, dass es, und es ist beruhigend für mich, dass etwas geworden ist, das nicht nur an einzelnen Menschen hängt, sondern dass etwas geworden ist, das nun weitergeht. Und das war für mich so der Reiz zu sagen, lass doch mal gucken, was da noch da ist. Oder ob, was da geht, aus diesen alten Zeiten in eine neue Zeit zu übertragen. Und das war so der Ansatz, dass ich gesagt habe, wir können nicht im Rückzug sagen, jetzt müssen wir Leute einstellen, die das jetzt irgendwie machen, sondern ich habe das dann in meiner Rolle gesehen als Abteilungsleiter und habe gesagt, jetzt gehen wir einfach mal vor, ja, und investieren die Zeit und investieren, gucken, dass wir Leute gewinnen. Das Grundprinzip ist eigentlich immer noch das Gleiche und das heißt einfach quasi, wir wollen von Rottenburger für Rottenburger. Wir wollen nachhaltig das Ganze machen. Wir wollen keine hohen Risiken eingehen. Wir wollen es wirklich langsam aufbauen. Und trotzdem ist es aber so ein bisschen jetzt was Neues, weil wir sind nicht mehr professionell. Also gerade herausfordernd in der Phase der Saison ist eigentlich der Gedankengang, okay, was machen wir, wenn die Mannschaft wirklich auch Meister wird? Wir sind eigentlich gerade in einer super luxuriösen Lage. Die Rahmenbedingungen sind echt gerade ziemlich gut für uns, würde ich behaupten. Die Mannschaft macht einen unfassbar guten Job. Die waren Tabellenerste jetzt, die trainieren fleißig, die einen Sieg nach dem anderen, haben uns eigentlich so ein bisschen unter Druck gesetzt, so hey, Leute, schaut mal, diese Saison könnte schon ziemlich gut ausschauen. Okay, wir müssen mal schauen, was brauchen wir überhaupt alles, um vielleicht auch den Schritt in die zweite Liga zu wagen. Samstag trifft man sich 10 Uhr zum Aufbau. Die Mannschaft kommt schon um 9 Uhr meistens, spielt schon eine Stunde, bis den Aufschlag annahme, macht sich warm. Dann kommen wir um 10 Uhr. Ich muss immer Brezeln kaufen für die ganzen Senioren zum Aufbauen, sonst würden sie, glaube ich, nicht mehr helfen. Let's go, Menke! Olli, wie fährt ihr? Aber das Video hier von euch schon ist nice, ja. Gut, gell? Harry Potter. Ja. War das spontan oder war das? Ja, ja. Nein, der, also, Alter, der hat so Hightech-Geräte, wirklich. Das Bild, das war jetzt keine Grafik oder sonst was, sondern es war einfach das Auge, wirklich die Netzhaut. Und dann hat er halt so spontan rausgehauen. Ja, ich hab die Augen meiner Mutter. Wahrscheinlich meint er es auch noch ernst. Gut, Annahmespieler. Nehmt noch ein paar Bälle an, sammelt kurz Bälle. Dann heißt es immer eine Stunde aufbauen, da geht es dann Tribünen aufbauen, Banner aufhängen. Mittlerweile schaffen wir es, glaube ich, in einer guten Stunde. Wenn man sich dann auch noch verquatscht, sind wir gut auch immer 2 Stunden in der Halle. Okay, also Passverteilung ist im Prinzip nichts Besonderes. Es geht nur darum, dass sie so ein bisschen das Gefühl bekommen, wann er Mitte einsetzt, beziehungsweise wann auch nicht. Ja? Man kann sagen, wenn es so 1 bis 2 Meter rausgeht aus dem Netz, ist eigentlich fast ausgeschlossen, dass noch Mitte gespielt wird. In den Top-Situationen ist es dann schon häufiger. Ja? Guckt euch einfach gleich an. Es gibt eine Situation, wo er immer so parallel zum Netz ist und er ihn dann noch so kurz quasi in die Mitte reinspielt, weil er dann diesen langen Weg raus nicht mehr so gut schafft. Wenn ihr den also seht, dass er quasi senkrecht auf Netz zuläuft und dann parallel ausgerichtet ist und ihn dann so reinspielt, ist es dann schon wahrscheinlich, dass er ihn einsetzt. Aber
Hey! Klaus! Guck mal, wir lassen nachher hier einfach den Stream mitlaufen. Dann könnt ihr hier die Kommentare lesen. Vorbericht, wenn er braucht, Mannschaftsliste. Sieht doch gut aus heute, oder? Na ja. Das ist, ich glaube, jetzt haben wir sie langsam so weit, dass sie alle mitkriegen. Ja, brutal. Ja. Ich muss noch Männer. Ich glaube, warte doch mal aus. Die Jungs sind so heiß wie nervös wahrscheinlich. Wenn dann schlagen wir uns selber. Ja. Zuschauer mitnehmen, Vollgas, aber nicht dumm. Ja, auf geht's. So, und Blankenloch startet im Aufschlag Stefan Hornung. Ah, geiles Ding. Und wir sehen ja auch zur Überraschung vieler Olli Knobelspiels startet im Zuspiel. Kommt Qualität, Jungs! Yeah! Jungs, es gibt wenig zu meckern, nur so ein, zwei Kleinigkeiten, ja, dass die Chancen sauber ausgespielt werden. Wir brauchen im Aufschlag nicht zu viel riskieren, wir kriegen unseren Zugriff im Block Abwehr, okay? Also nicht zu fahrlässig mit den Chancen umgehen. Auf geht's. Jetzt hier. Geile Position, Dirk, sehr gut. 4, 3, 2, 1. Hey, wir haben gerade ein bisschen Spielglück. Lasst euch nicht aus der Ruhe bringen, seid aufmerksam und nutzt die Chancen. Auf geht's. Und kein Aufschlagfehler. Bubi, komm her. Du spielst jetzt gegen Ramani, ja? Wir haben die Außen getauscht. Bedeutet, wenn er vorne ist, ist 3-2-Situation. Fokus liegt also voll auf der 4. Guck, dass du bei ihm früh da bist und dann eben die Diagonale zumachst. Dann holst du ihn dir jetzt, okay? Aber soll ich ein bisschen hier reingreifen? Ja, ja. Nein, nein, nein. Du gehst rüber und machst die Diagonale zu. Okay. Ruhig. Yes! Let's go, Jungs! Aufstellungsfehler. Ja, danke. Aufstellungsfehler. Bei wem? Er ist nicht beim Zuspieler. Nummer 6 ist beim Zuspieler. Warum? Dann stand er aber vorhin falsch. Dann stand er vorhin falsch. Ja, aber was? Ja, er stand die ganze Zeit vorher falsch. Was ist? Ende nochmal zum zweiten Schiedsrichter. Bla bla. Komm, jetzt lass mal ein bisschen verzögern. Bla 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 bla. Bla. Und wenn er nochmal eine rote Karte. Okay. Entspannen, okay? Also Schiri ist ein bisschen angespannt jetzt. Ja. Ich fahre mich runter, ihr fahrt euch runter, wir bleiben bei uns. Ja, wir pushen uns, aber bleiben trotzdem konzentriert. Wir brauchen ein bisschen mehr Ruhe im ersten Kontakt. Ansonsten sind wir klar überlegen. Auf geht's. Hey Jungs, aber wir fahren. Hey, wenn wir den verlieren, könnte ein Neckbreaker sein, gell? Wir brauchen noch einen.
Ecke und was pfeift! So, Matchball für Rottenburg, 24-21. Und Jan Huber macht das Ass. Auf Marco, gell? Oder ja, das? Natürlich. Dem Spielverlauf entsprechend. Hochverdienter Sieg. Tolles Spiel, oder? Von Rottenburg. Von Rottenburg. Mega wichtiges Comeback. Vom Kopf her mega stark geblieben. Obwohl ich durchgedreht bin, Dirk Kurt. Das war ganz, ganz wichtig. Sehr gut, Jungs. Wir sind die Geistmänner. Ihr seid ja! Und schon wieder keine Punkte, danke noch. Und schon wieder keine Punkte, danke noch. Und schon wieder keine Punkte, und schon wieder keine Punkte, und schon wieder keine Punkte, danke noch. Es war halt so, wie wir es vorher besprochen hatten: Blankenloch spielt einfach, egal in welcher Konstellation, egal wo, egal gegen wen, immer ihr Ding. Und das hat man ja auch gesehen. Ja, die haben ein bisschen gebraucht, um an ein Spiel zu kommen. Dementsprechend war es dann schon wichtig, dass wir auch Satz 2, 3 nach dem ersten deutlichen Satz noch konzentriert angehen. Wenn wir unsere Spiele gewinnen, dann kann Ludwigsburg noch so gut spielen. Und sie werden nicht an uns vorbeikommen. Was uns auf jeden Fall reinläuft, ist, dass wir noch 2 Heimspiele haben gegen Rüsselsheim und Waldgeres, wo dann ja, die Halle hoffentlich wieder brennt.